Oh, der heutige Tag freut mich ganz besonders wieder. Ich spiele das Wetter gut mit. Ich habe vorige Woche die Leute schon ein wenig geschockt mit dem Regen. Aber es war trotzdem, der Herrgott macht es gut mit uns, wie immer. Die Messe ist riesengroß geworden, sehr viele Leute, also einiges größer wie letztes Mal. Sehr viele Aussteller, die was kommen möchten, aber es hat nicht jeder Platz. Die Aussteller schauen sich genau an, sie müssen zu dem Programm AGÖ passen, sie müssen zu uns Bauern passen, sie müssen zu den Bauern stehen und sie müssen auch die Preise und die Produkte passen. Ich will ja nicht ein Riesenfrickfest haben, wo es überrennt wird, sondern ich muss einen Überblick haben über die Firmen, über die Preise, über die Produkte und über, zumindest ist das wichtig, sie müssen zu den Bauern stehen einfach. Mich freut es auch von der Messeleitung, wie die zu uns stehen, wie die sagen, Wahnsinn, so eine Messe haben wir nirgends. Da sind keine Anzugträger unterwegs, keine Politiker, die was anschaffen, sondern wir Bauern für uns Bauern mit den Firmen einfach. Und das Ganze ist wie eine große Familie einfach. Ich bin jetzt mal stolz auf das, weil einfach auch die Mitglieder so hinter den Bauern, hinter der AGÖ stehen. Und auch umgekehrt einfach, weil wir einfach das ehrenamtlich machen, ohne dass wir sagen, was kriegen wir, was machen wir. Wir brauchen nicht gewählt werden. Wir machen das wirklich als Idealismus und als Spaß einfach und das gefällt mir einfach. Ich habe ein großes Team in der AGÖ, das was immer größer wird, einfach was mitarbeiten. Und ganz wichtig ist, dass die Bauern hinter uns stehen einfach. Also ich schätze mal so ungefähr 8000 Leute sind da heute bei der Messe, ich muss sagen, wir haben ja einen gleichen Infostand größer gemacht, da haben wir trotzdem ein wenig mehr Platz haben. Wir haben auch die Hallen drinnen, einige Sachen, Firmen drinnen, also das Areal ist riesengroß geworden da Rosten, ist schön einfach. Um 13 Uhr haben wir ja, der Murat Manfred präsentiert einen Teil von Presse, unser Regierungsprogramm und wir haben dann die große Verlosung. Es hat ja schöne Preise, der Hirler Motorrad, wie man schon nicht gerade ein kleines Elektroauto, also wirklich tolle Preise. Nicht letzter, da man sagt, wenn ich einen Kram stehe, es wird auch einen Wert haben. Freut uns einfach. Um 13 Uhr werden wir dann noch eine riesen Veranstaltung machen da. Also um 14.30 Uhr ist die Messe wieder gar. Und heute auf die Nacht um 18 Uhr ist wieder das Tiptop zusammengerammt und wunderschön einfach. Freut mich einfach, dass so viele Leute kommen und jeder wieder Freude haben einfach. Das ist mir sehr wichtig. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, weiter geht's mit der Serie AGÖ klärt auf. Heute mit einem Gesicht zur Stimme dazu. Wir sind da auf dem Verkaufstag, jetzt in Ried im Innkreis. Wir sind heute in der Früh um 6:30 weggefahren, damit wir also eh schon verspätet, aber auf jeden Fall noch rechtzeitig da sind. Wir haben ja angekündigt, dass wir um 13 Uhr einen Teil des Regierungsprogrammes bereits veröffentlicht werden, beziehungsweise einzelne Auszüge daraus auch dementsprechend präsentieren. Das ist insofern wichtig, weil dieses Regierungsprogramm von den Bauern auch für die Bauern erarbeitet wurde, aus der Kompetenz der Betroffenheit heraus. Und das, man sieht ja heute, wenn man da kurz einmal hinterschaut, es ist eine gigantische Frequenz. Die Bauern stehen hinter der AGÖ, die AGÖ steht aber auch hinter den Bauern. Eine Symbiose, die uns also wechselseitig quasi zum höchsten Wachstum anregt. Wir sind da mit zwei Sattelzügen, die stehen draußen im Drive-In. Ist eigentlich alles vorreserviert und ab 12 wird das verkauft, was nicht abgeholt worden ist. Ich bin heute da, dass ich Wolfgang Rauchenecker unterstütze. Das ist der Händler, der für uns die AGÖ betreut und zeigt da für die Landwirte unsere Vorteile und Produkte her, was wir bieten können. Wir haben drei Messestände da auf der Messe. Ich bin schon seit Mittwoch zum Mittag da, weil ich mache auch gemeinsam mit Simon die Veranstaltung. Wir haben zwei Spuren Drive-In, einmal Milchmaschinenreiniger, einmal vorbestellte Ware. Wir haben insgesamt da 15 Leute. Und wir schleißen heute halt da in kürzester Zeit wahnsinnig große Menschenmassen durch. Ja. Unser Hauptprodukt, ein eigener Verbrauchsartikel, was der Bauer jeden Tag braucht, vom Reinigungsmittel angefangen bis Poli, bis Handschuhe, bis Fleckscheiben. Einfach ein Artikel, was jeden Tag gebraucht werden. Ja, mein Name ist Eisen Michael. Ich bin ein Rechermacher. Ich mache einen kompletten Holzrecher rein aus Holz, also nicht mit Plastik oder sonst irgendwas. Ich mache gescheite Holzrecher, damit Bauern ein gescheites Werkzeug haben. Ich werde mir kaufen. Wir sind eigentlich von Anfang an dabei bei der Messe mit den Ausstellungen, wo wir unsere Produkte präsentieren und mit den ganzen Verkäufern und von der AGÖ mit alle zusammenarbeiten. Wir sind ganz stark natürlich mit unseren Rohre und den ganzen Zubehörteile jetzt da dabei. Das, was wir selber da in Weizenkirchen in Oberösterreich produzieren, das ist natürlich unser Hauptprodukt. Zusätzlich haben wir natürlich auch die ganzen PVC-Sachen, was man da sieht. Auch im landwirtschaftlichen Bereich sehr beliebt. Unser Laufschienenprodukt, wo wir da hinten den Ständer haben, wo die ganzen Teile da zum Anschauen sind, wie man das Ganze montiert, was man dazu braucht, was man bei uns da eigentlich alles vor Ort kriegt. Ja, wir sind die Firma Etzinger. Bei uns dreht sich alles rund ums Tierwohl. Wir haben unser Hauptthema sind Futtermittel,
Schädlingsbekämpfung und Stallhygiene. Das sind die drei Säulen von unserer Firma Herzinger. Ja, wir haben alles rund ums Tierwohl. Wir sind jetzt seit 5 Jahren bei der AGÖ dabei. Wir haben immer spezielle Aktionen ausgerichtet, je nachdem wann der Verkaufstag stattfindet. Es macht uns immer Freude, dass alle so motiviert sind und so fröhlich und interessiert auch, die was kommen. Das freut uns immer besonders. Ja, wir haben spezielle Konditionen für die AGÖ-Mitglieder und haben zusätzlich sozusagen nur eine Aktion, gerade beim XC60, so ein Winterpaket mit Dachbox, Lastenträger und Fußmatten und Koffermatten. Nein, das ist schon cooler, also auf jeden Fall viel los, gleich viel los und auch lässig, dass für die Kleinen auch irgendwas ist, eben mit dem Pferdreiten und so, das gefällt einem sicher, dass jetzt nicht, dass er recht andrang ist und ja, das ist auf jeden Fall cool. Jetzt haben wir aktiv in der AGÖ einen Jugendkanal. Darüber gibt es jetzt einen Ponyhof, weil da schon ein Pony zum Reiten halt. Und auch von einem Jugendkanal machen Vogelhäuser drüben bei einem Infostand. Und hinten gibt es für Alte und Jungen Werkzeug und alles zum Kaufen. Also wir haben eben den Winter um mich und im Sommer wieder ein paar Vogelhäuser gebaut. Und da man AGÖ verkauft und ein paar verkaufen können. So ein Vogelhäuser ist eigentlich ganz schön haken. Normalerweise bauen wir immer 5 am Tag und da brauchen wir schon gute 3 Tage oder so, wenn wir so ein Vogelhäuser zusammenbaut. Letztes Jahr war ein Marscher da am Verkaufstag, da haben wir aber Nistkasten verkauft. Und heuer haben wir gedacht, das machen wir mal etwas anderes und denken, das machen wir Vogelhäuser. Ja, also gute Vogelhäuser haben wir gebaut und 20 Kettner zum Verkaufen über. Also ich bin der Johannes von der Firma Lasco. Wir entwickeln, produzieren und vertreiben Heutechnik, sprich Heukräne, Belüftungsanlagen, aber auch Holzspalter und Holzzangen und sind dieses Jahr das erste Mal bei der AGÖ Verkaufsveranstaltung und sind sehr überrascht, dass so extrem viele Leute bei uns sind und für uns ist das ein Riesenerfolg. Genau, also alle unsere Produkte kommen aus Oberösterreich, wir fertigen die selber. Also sprich von der Entwicklung bis zur Produktion über den Vertrieb wird alles über unsere Firma, über die Firma Lasco getätigt. Im PV-Bereich, wir haben sich heute mit unseren Speichersystemen auf Landwirte spezialisiert. Und somit sind natürlich auf der AGÖ logischerweise unsere Zielkunden alle da. Wir kennen auch sehr viele, also es waren jetzt nicht nur neue da, sondern auch viele Bestandskunden. Und ja, es ist halt für uns da, wo wir Platzhirschen sind, quasi ein Pflichttermin. Es ist aber voll fest da, weil da trifft man Leute und man kommt da ein wenig blädern und man tauscht sich aus. Einfach ein fester Tag. Es freut mich auch wahnsinnig, dass wir unsere Produkte vorführen dürfen. Eben das ist der VK7, der Akkusauger. Sagt Teppich, glatte Böden gibt es genauso zum Wischen. Leckere, gute Sachen, Kropfen, Schaumrollen, die schauen alle so gut her. Ja, ich komme gern wieder her, weil es gut ist. Ich bin
heuer das dritte Mal so da. Brezeln, Schokospieße, Schokobananen. Also die Konditorei, die ist in Frauenburg und die Produkte, die Lebensmittel, die sind alle regional. Herzliches Grüß Gott an alle. Kurz zur Verlosung. Ihr wisst es eh schon alle, es gibt jetzt genau 6 Leute für euch, die da stehen. Die haben ein großes Los in der Hosentasche und diese 6 Lose werden wir dann verlosen. Es ist zum einen der Hauptpreis, eine, Martin, vielleicht sagst du das geschwind her, eine Kettensäge, gesponsert von der Firma Fellbauer im Wert von 600 Euro. Wir haben weiters gesponsert für die kleinen Kinder, ganz cool, von der Firma Volvo gesponsert, ein kleines Elektroauto. Ich weiß nicht, ob du es aufheben kannst, nein. Die Firma Hirl unterstützt uns nicht netter mental, denkt gleich wie wir, sondern unterstützt uns auch jedes Jahr, und das ist auch nicht ganz selbstverständlich, mit einem ganz großen Sponsorpreis. Diesmal gibt es wieder ein Kindermuttergruß von der Firma Hirl. Es gibt auch einen 300 Euro Tankgutschein von der Firma Energie Direkt, wo Sie ja eh schon kennt, unseren AGÖ Diesel, auch die haben gesponsert. Und es gibt von der Firma Praxmeier, die auch ganz ein großer AGÖ-Partner ist, zweimal 5 Sek Milchaustauscher. Ja. Du kannst jetzt da eins aussuchen, jetzt sind wir gespannt.